Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Ultimate General Civil War bei Gettysburg. So. Ja, die Frage ist immer noch, wie kämpfen wir hier weiter? Wir sind hier absolut auf dem verlorenen Posten, die Verstärkung kommt. Ich habe mir ja überlegt, wir machen das doch komplett anders. Wir lassen sie kommen. Wir machen das hier auf und verteidigen einfach die Stadt. Das erste, was wir machen, ist die Kanonen setzen wir. Wir wollen ja diesen Punkt, diesen Bereich hier noch halten. Einfach mal ein bisschen zurück. Warten noch einen Moment, dass wir das halten. Ich schicke die anderen trotzdem weiter. Wobei, die könnten wir ja... Ich glaube, den packen. Voilà, habe ich jetzt gemacht. ihr sollt dahin. Die laufen weiter und ihr läuft... Einen behalte ich schon mal in der Stadt. So. Wer weiß, was passiert, wenn es abgelaufen ist, dann wäre ich so die ganze Schlacht verloren. Ich glaube eher weniger, aber... Die haben den Wald nicht und dann warum will ich auch da die Schlacht nicht behalten. Ich überlege gerade, warum es denn sinnig ist, hier überhaupt noch Leute hinzuschicken. Machen es an. Vielleicht um den Vorstoß von dort zu verringern. Gleich der Zock. Ich warte nochmal. Wichtig, dass wir die Kanonen wechseln. So. Ja, dann läuft. Dann brauchen wir auch laufen. Wenn die eh schon laufen, machen wir den Sack zu. Doch nach hinten zurückziehen sollen. Ah, hier werde ich noch ein. Shit. Habe ich gerade nicht dran gedacht. Vielleicht kriegen wir sie hier noch offen auf offenem Feld. Zumindest zum Zurückzug. So, die Linien sind bemannt. Hier geht es leider in die falsche Position. Wir schicken trotzdem einen. So, das ist, gefällt mir doch. Deckung 66. Nicht so geil. Sind mir aus, aber aus dem Wald gefolgt. Das finde ich ganz gut. Sie vielleicht hier jetzt besiegen, könnten wir sie vielleicht, könnten wir den Wald doch wieder einnehmen. Komm, Phelps, komm mal von hier hin. Das ist nur so eine Schnapsidee, aber erstmal auf die 700er. Na, oh, Zock ist schon am Zug. Okay, war eine beschissene Schnapsidee.
Ein bisschen weiter rüber, Phelps. Jetzt haben die die Deckung, ne? Das ist scheiße. Müssen wir uns quasi wieder weiter zurückziehen. Komm, machen wir auch. Wir ziehen uns dahin zurück. So. Oder auch nicht, der Schweizer hat keine Lust. Habe ich nicht gedacht, jetzt dahin. Ziehen wir sie weiter auseinander. So. Nur in Deckung stehen, die uns auch was bringt. Brauchen wir einen Motivator. Was haben wir hier noch? Die Kanonen stehen da wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Den lasse ich trotzdem da mal stehen, wo er ist. Ja, die Kanonen können dort auch bleiben. Ups, da habe ich was übersehen, den Archer. Oh, lauf, du Idiot. Warum läuft der nicht? Warum gibt es hier kaum Deckung? Jetzt kriegen wir von hinten von vorne. Das war's jetzt. Die Verstärkung ist da. Ja, jetzt zieht sich nicht zurück. Die Moral verloren, das war's. Dafür müsste der jetzt sogar sterben, verdammt. Jo, wir sind da. Das war's. Dann hat das hier Ganze keinen Sinn mehr. Wir müssen die Stadt halten. Oh, meine Kavallerie gibt's auch nicht mehr. Nicht dran vorbei. Wir müssen den da platt machen, damit wir uns weiter zurückziehen können. Der ist weg, dann hau den da weg. So, jetzt haben wir uns hier Zeit erkauft. Einmal zurück, bitte. Los, laufen, laufen, laufen. Zock, läuft nicht mehr. Ich glaube, da haben wir uns verzockt. Ja, wir hätten den Punkt halten müssen. Da
daran, an allen Seiten an, ja. Das sehen wir ja schon. Die Rebellen greifen uns aus allen Richtungen an. Unser Hauptziel ist es, Cementry Hill zu halten, wohin wir uns zurückziehen werden, wenn sie die Nacht einbricht. Die höhere Lage kann uns schützen, bis der Rest unserer Armee morgen eintrifft. Also bringen wir unseren lebendigen Körper schon mal auf den Friedhof. Schade, dass es Zog jetzt zerrissen hat. Könnte mal ein, zwei Kanonen schon mal hier hinten. Naja, wir bringen sie erstmal in die Stadt. Jetzt haben wir hier Entdeckung. 62. Ist alles nicht so der Hit. Oh, und die werden flankiert, das ist ganz schön scheiße. Osborn, deine Aufgabe. Kurz raus, den Typen in den Arsch treten. Und er verliert so viele Leute gerade. Nicht, dass sie hier dran vorbeilaufen, das ist auch gerade so eine Befürchtung, die ich habe. Na komm, Punkt kannst du auch scheißen, komm mal hierher. Nimm mir mal was ein. Ihr habt schon so viele Leute verloren. Vielleicht überlebt er ja das Ende, wer weiß. Hier den Schwitzer ziehe ich auch mal gleich zurück, dass wir überhaupt da ein, zwei Truppen haben. Dass wir auch sehen, oder zumindest ist ja. Ne, warte mal. Helps du nicht, du dahin. Nicht, dass die da irgendwie dran vorbeireiten. Ach komm, du kannst hier auch gleich. Den Punkt wollen wir jetzt halten. Mindestens 55% wollen wir noch halten. Mann, Mann. So, jetzt reicht's mir ja. Schießt sie doch mal da weg. Die kleinen Drecksaffen. So, die Kanonen hier. Auf diese Affen da bitte. Der kann ja nicht alles abhalten. Das tut er ja gerade. Ne, da wird gegrillt. Und weiter zurück. Ich glaube, da oben so, die können nicht zurückschießen, die anderen. Darum ziehe ich den jetzt mal ein bisschen zurück. Dass die anderen auch drauf feuern. Ah, er kommt näher. Aber die kommen näher. Da halte ich den nochmal da zur Seite. Die sind da. Der nicht daran, das ist ja scheiße. Genau, schießt man den auf die Mitte. Die
die gehen mir noch gerade ein bisschen auf den Sack. Komm mal her. Ich gucke jetzt mal, wie viele Leute hier noch sind. Wenn hier jetzt keiner mehr ist, außer Kanonen oder so, dann werde ich den nur mal rausziehen, dass wir die hier wegkriegen. Dann können wir vielleicht in Punkte einnehmen, aber darum geht es mir eigentlich gar nicht. Ja, da kommt schon eine dritte Einheit. Das ist doch schon mal doof. Hier, Feuer auf die Einheit. Ich hoffe, er macht jetzt hier die Mitte mal zu. Mit den Leuten, die er da seitlich hat. Ne, er kommt über die Seite. Er kommt über die Seite. Langsam könnte ich noch Leute gebrauchen. So. Charge. Ja, da haben sie echt noch viel. Kommt weiter. Haut ab. Lane ist ja ganz schön schnell. Haut ab. Ach, da kommt ja noch jede Menge Scheiße. Wir bereiten auf jeden Fall einen Angriff auf diese Linie vor, die gerade nicht so richtig existent mehr ist. Schade. Ich habe gehofft, dass wir ja darüber nochmal rumkommen, aber das wird nicht sein. So, was haben wir hier noch an Leuten? Tut mir leid, aber ich muss euch abziehen. Oh. Die haben sie auch noch gekillt. Ups. Das ist jetzt ganz unschön. Das wird noch richtig übel. Ah, jetzt fangen sie an. Ist ja doppelt gemoppelt gerade. Ne? Na, der Hass, der steckt auch ganz schön viel Scheiße ein. 70. Der hat 59. Also hier kann ich nicht mehr abziehen. Diese drei Einheiten brauche ich für die Stadt. Die Kanone hätte ich jetzt hier noch weiter ballern, hätten noch weiter ballern sollen, finde ich. Ja. Die Leute, die Helden, die das erhalten. So, da sehe ich doch schon mal 2000 Mann anlaufen. Die mir nicht gefallen. Hä, warum laufen da vom Feind Einheiten weg? Danell, Sackratte. Noch nicht so weit zurück.
Halt. Weil hier wahrscheinlich schon überall Truppen sind. Gut, der läuft. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Nächstes gezieltes Kanonenfeuer. Eigentlich hier auf die Mitte, da trifft er ja alles. Das sind ja drei Einheiten, da müsste er ja immer was treffen, theoretisch. Wenn zu weit, zu vor. Ist ja. Ist ein weiter Weg. Oh, schön mal seitlich einen reingedrückt bekommen. Das ist gut, das ist gut. Upsala. Ach, der Nell kommt schon wieder. Der ist schon wieder motiviert. Gleich mal ein bisschen Druck machen. Dass er gleich mal wieder nach Hause geht. Uiuiui. Da sind wir auch wieder motivierte. Greifen jetzt aber Hass an. Von denen habe ich gerade ein bisschen mehr Angst als von dem Angriff davor. Aber bis wir die Kanonen gedreht haben, ist Weihnachten. Das reicht nicht. Einer läuft, der kommt an. Der kommt an. Ein bisschen näher raus, das so. Ja. Das sieht jetzt richtig scheiße aus. Das sieht ja richtig scheiße aus. Osborn zurückziehen. Hass, halt die Position. Ne, das war mit Hass. Hass ist durch. Hass ist Geschichte. Wir müssen die Mitte schließen mit Osborn. Osborn hier hin. Wo ist mein Moraltyp hier? Scheiße, der ist ja da hinten. Da wird er gebraucht und der General habe ich rechts vergessen. Scheiße. Wir brauchen unbedingt hier unseren Vorgesetzten. Die Moralstütze. Jetzt müssen wir das Feuer aber aufteilen. Da ein bisschen, genau. Hauptsache, es wird überall drauf geschossen. So, halt. Nicht mehr laufen. Kämpfen. Kein Meter mehr vor. Nachgeben. Kein Meter. Osborn, Feuer! Feuer, Osborn! Das ist nicht gut. Kanonenfeuer frei. Der nächste darf da nicht ankommen, der Smith. Nein. Halt, habe ich gesagt. Osborn, böser Osborn. Pfui. Osborn. Alter, bleib doch mal in Position, du kleine Drecksfotze. Mann. Halten, habe ich gesagt. Halten. Warum hältst du nicht? Lass den doch laufen. Mama mia. Auch die Kanonen hier, die müssten die mir erst wegnehmen.
Wir müssen das da wegrotzen. Verdammte Scheiße. Ja, Osborn verliert zu viel, aber... Was willst du machen? Ja, schieß den Smith platt da. Dass der hier überhaupt noch hält, ne? Respekt. Getötet, 2500, aber 1000 Mann verloren. Respekt. Ist der Vorgesetzte tot, aber... Alter Schwede, der hat echt viel gekillt. Die Einheit, also... Guck mal. Oh, die Zahl des Teufels. Der wird durchbrechen mit seinen 666 Mann. Alter, 380 Mann. Woher nehmen die den Mut? Im echten Leben werden doch nicht 380 Mann gegen 1200 Mann in Nahkampf gehen. Jetzt sind sie nicht in Formation, ne? Bleibt, ja. Haltet die Linie. Haltet die Linie. Hold the line, Mensch, ihr kleinen Arschlöcher. Ach. Ja, den überleben wir jetzt nicht. Ja, er hat ihn noch zurückgeschlagen. Alter Schwede. Iris. Der Trupp von Iris. Also, er kriegt die besten Waffen. Die besten Waffen, die ich finde, kriegt Iris. Das notiere ich mir. Der kriegt die besten Waffen. Also, der Trupp. Pause. Oh, Leertaste ist hold. Pause. Das notiere ich mir. Aber sowas von. Egal, wie die Schlacht ausgeht, dieser Trupp, ja. Warte mal. Habe ich auch mal einen Kugelschreiber, der schreibt? Sonst vergesse ich das. Das weißt du ja jetzt schon. Iris. Es tut mir leid um den Vorgesetzten. Aber der wird dann ausgetauscht, weil der ist bestimmt verwundet oder tot. Iris kriegt die besten Waffen. Keine Ahnung. Egal was. Der kriegt sie. Wenn ich die Waffen Gold anmale. Aber das Problem ist, weil ich muss den Trupp da wegkriegen. Zieht euch mal zurück. Es tut mir leid, aber ihr werdet gerade gefickt. 2000 Mann werdet ihr nicht überleben. Das glaube ich einfach nicht. Jetzt verlieren sie zwar 50 Mann, weil ich sie zurückziehen lasse. Aber wir haben hier noch jemanden, der hat noch nichts gemacht. Das Iris und Co. waren quasi der menschliche Schutzschild. Hier dürft ihr jetzt stehen bleiben. Halt. So, das bringt jetzt Osborn in die Bredouille. Das heißt, damit Osborn da vielleicht noch ein bisschen länger hält, alle Kanonen genau feuerfrei. Wir haben hier jetzt noch 800 Mann Hass. Voll Hass. Aber die werden hier jetzt auch nichts so bringen. Schade, der Hauptangriff kommt nicht von hier. Also 2700 Mann. Respekt, ey. Haben sich echt gut verkauft. Richtig gut verkauft. Osborn hat 72 Deckung. Schön mit den Kanonen rein. Ach, ist das schön. Was haben die Kanonen so gekillt? 500 Mann nur? Boah. Keiner kommt an Iris. Keiner.
MVP war, die war auch nicht schlecht. Und der nächste Tag. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Aber ich glaube, hier machen wir wieder einen Break. Ah, machen wir einen Break? Ja, wir machen einen Break. Mal gucken, was der nächste Tag bringt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.